von der Türkei zum Nachbarn nach Syrien. Der Rat der EU hat vor einigen Wochen entschieden, dass es keine Waffenlieferungen geben soll. Also man hat sich darauf zwar keine Verlängerung des Embargos erreicht, aber gesagt, wir liefern jetzt erst einmal nicht. Trotzdem sind Waffen, britische Waffen in Syrien aufgetaucht, die vorher in Libyen waren. Das ist ja besonders verräterisch. Daran sieht man ja, wer in Wirklichkeit hinter diesem sogenannten arabischen Frühling steckt. Ich möchte als besonderes prominentes Beispiel einfach Tunesien hernehmen. Tunesien hatte ein absolut laizistisches, ja geradezu westlich orientiertes System. Jetzt sind die Muslimbrüder dort im Vormarsch. Also was haben wir dort für Demokratie und Meinungsfreiheit gewonnen, wenn nicht sogar verloren? Ich behaupte, wir haben in Tunesien verloren. Aber es wird besonders deutlich am Sturz des tunesischen Staatschefs Ben Ali, dass es in Wahrheit den Franzosen und den Briten darum ging, auf die Konten und auf die enormen Vermögenswerte, die diese Diktatoren alle in Europa gebunkert hatten, greifen zu können und sie daher stürzen zu müssen. Das ist der ganze Hintergrund dieses sogenannten arabischen Frühlings, was wieder zeigt, dass es diesen ganzen Heuchlern, die von Demokratie und Meinungsfreiheit reden, in Wahrheit um die Konten dieser Potentaten gegangen ist. Und jetzt kriegen sie einen Bruchteil davon, geben sie diesen neuen Regierungen zurück und die unterschreiben dafür, dass das alles war. Das sind die ganzen Hintergründe dieses arabischen Frühlings. Und daher ist die Verlogenheit dieser Politik aufzuzeigen. Sie trifft vornehmlich die britische Regierung, sie trifft vornehmlich die französische Regierung. Und dahinter stehen die Bankinteressen britischer und französischer Banken. Aber es sind die anderen nicht viel besser, es sind die Italiener nicht viel besser, die noch bei Gaddafi noch große Kredite aufgenommen haben. Dafür haben sie jetzt ihren Gläubiger sozusagen losbekommen. Und die Deutschen sind auch im Grunde nicht viel besser. Also da sieht man wieder, wie internationale Politik durch Banken gemacht wird und nicht nur durch Politiker. Zurück zu der Entscheidung des Rates. Ist das nicht aber auch eine Krise, eine Autoritätskrise für den Rat, wenn man hier eine Entscheidung trifft und dann hält sich niemand dran? Der Rat, glaube ich, hat nur gezeigt, dass die jeweiligen Kapitalinteressen in den eigenen Ländern wichtiger sind als eine gemeinsame, an Werten orientierte Politik. Das sollte der Wähler sehen und der Wähler spürt es auch. Die Bürger merken zunehmend, dass da was nicht stimmt, dass sie belogen werden. Dieses Gefühl haben sie. Und einer der Gründe, warum die Europäische Union, die noch nie so mächtig war in der Geschichte, gleichzeitig aber so unbeliebt ist wie nie zuvor, liegt darin, dass die Menschen immer stärker merken, dass sie belogen, betrogen werden. Und daher ist, glaube ich, die Reaktion der Leute, dass sie sich abwenden von diesem europäischen Projekt. Und damit wird aber kurz oder lang dieses ganze Projekt scheitern.